Molo! Ich als YouTube-Star bin ja schon ziemlich fame, aber ich möchte natürlich die fameste Person von allen sein und das erreichen wir heute. Und zwar spielen wir heute Tabularity, ein Spiel, wo wir, ja, fame werden müssen. Und wenn wir hier draufklicken, kriegen wir Fame, Leute, keine Ahnung. Und wir haben schon 146, das heißt, wir sind schon... Huiuiui. Wir haben ein Social, ja. Okay, das kaufen wir mal. Okay, wir kriegen noch mehr Geld. Scheinbar kriegen wir Geld für Follower. Das ist Lime Journal, das ist schon auf Level 2. Und das ist Bumbler. Oh, wir haben hier Aids. Was ist... Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, wir kriegen automatisch Follower. Aber wenn wir jetzt hier drauf drücken, kriegen wir auch Follower. Das ist schon mal gut. Es läuft. So muss es auch in YouTube bis immer weiterlaufen. Der hat ziemlich gute Stats, wenn er so weitermacht. Upgrades. Autoklicker. Ach, das können wir uns noch gar nicht leisten. Kacke. Moneyklicker. Was gibt's hier alles? Prestige. Beautify. Wer kennt die nicht? 10 Likes. Wie kriegen wir denn Likes? Und hier gibt's irgendwelche Sachen, die noch verschlossen sind. Ich habe keine Ahnung. Was können wir uns kaufen? Nochmal ein Lion Journey. Okay, das bringt ziemlich viel Kohle. Bis jetzt ist ganz gut. Läuft auf jeden Fall bei uns. Silberner Playbutton ist locker easy drin. So, wir kriegen jetzt ganz viel Geld. Wir haben jetzt über 1000 Dollar. Das bedeutet, wir konnten uns irgendwas kaufen. Das, Autoklicker. 100 Klicks per Second. Okay, wir kaufen es mal. Ah, okay, jetzt haben wir ihn aktiviert. Alles klar, jetzt kriegen wir ganz viel dazu. Ob das so legal ist, so Subs zu bekommen, aber pff. Ist mir doch egal. Eine Sekunde, jetzt ist es abgelaufen. Wir haben 3200 Follower. Bei mir ging das irgendwie nicht so schnell. Okay, was können wir uns kaufen? Retweets. Was bringt das? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Follower. Promo-Post, was haben wir hier noch? Fotobomb, okay. Kaufen wir erstmal den Promo-Post. Der generiert schon mal ziemlich viele Follower. Also sowas bräuchte man echt für YouTube. Jetzt weiß ich, wo Revi seine ganzen Follower her hat. Buy all. Buy all. Wir haben so viel Geld. Ah. Wir könnten mal sparen auf diesen 12.000er-Dings da. Multiklicker. Den können wir uns auch mal gönnen. Der ist ja voll lame. Ah, und der andere muss regenerieren. 5 Minuten, okay. Das ist ja... Wir müssen ja trotzdem voll die Arbeit machen. Ich dachte, ich als YouTube-Star müsste jetzt hier gar nichts mehr machen. Eine Scheiße. Ey, das ist voll anstrengend. Was machen Menschen, die richtig arbeiten müssen? Autoklicker können wir uns kaufen. Ja, kaufen wir mal. Das bringt uns nichts, weil er immer noch 5 Minuten laden muss. Aber wir haben gleich 10.000 Follower. Locker easy. An dieser Stelle könnte ich nochmal Werbung für meine Social Media Dings machen. Folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Lasst ein Like da, wenn ihr Hände habt. Juhu. So, Eigenwerbung haben wir auch abgearbeitet. Was können wir hier kaufen? Ah, das können wir kaufen. Alles klar. Die Kohle läuft. Wir hauen die Kohle nur so raus. Hier wird rausgeballert. Ich glaube, man kann sogar wirklich Abonnenten kaufen. Habe ich irgendwann mal geguckt. Für einen Kollegen aus reiner Neugier. 9 Cent pro Abonnent. Ab 1000 Abos. Hä? Das ist voll günstig. Ich habe zufälligerweise 50.000 Abos dazu bekommen. Wo kommen die denn her? Boah, wäre das unehrenhaft, Abos zu kaufen einfach. Ich will ja niemanden beschuldigen. PewDiePie. Aber sagt's nicht weiter. Okay, was haben wir hier noch? 400.000 Follower. Das ist ein bisschen viel auf jeden Fall. Wir kaufen nochmal das hier. Aber wir haben schon scheiße viele Follower. Und scheiße wenig Geld irgendwie. Wir können ja einmal selber klicken, was überhaupt nichts bringt irgendwie, weil wir 1000 Follower in der Sekunde machen. Da macht der eine bestimmt viel aus. Vor allen Dingen, wir haben jetzt echt einfach 130.000 Follower. What the fuck? Helft mir, auch so viele Follower zu bekommen. Verbreitet meinen YouTube-Kanal. Alles für die Follower. Follower-Power. Ja, wir investieren nochmal ein bisschen. Er freut sich jedes Mal. Da können wir unsere ganzen Follower einmal investieren. Alles kaufen, was geht. Damit die Kohle läuft. So, in einer Minute können wir endlich mal unseren Autoklicker da benutzen. Moneyklicker. Den können wir uns doch kaufen gleich, oder? Jetzt, ja. Was kann der jetzt? Oh, aber das lohnt sich, glaube ich, auch nicht so viel. Voll unnötig. Ich als YouTube-Star mit 280.000 Followern, ich brauche sowas nicht. Ich glaube, es wäre ganz klug, die Dinge zu kombinieren und mehrere Sachen gleichzeitig laufen zu lassen. Aber Intelligenz ist nicht unbedingt ein Feature von YouTube-Stars. Vielleicht sind Instagram-Bitches klüger. Keine Ahnung. Ja, 400.000 Follower. Läuft bei uns in 15 Minuten. Okay, gleich können wir den Autoklicker wieder aktivieren. Und wir können uns ein Twitch-Translation-Gedöns kaufen. Yeah! 500.000 Follower, locker easy. Aber wir steuern so steil auf den goldenen Playbutton zu. Wir kaufen mal alles. Und nochmal. Und nochmal. Also wäre halt blöd, wenn man für Geld seine Follower verkaufen müsste. Ich glaube, dann würden das nicht viele YouTuber machen. Obwohl doch, die machen viel für Geld. Okay, wir haben den Autoklicker. Wir klicken mal. Oh, 31. Huiuiui, hier geht's aber ab jetzt. Ey, das wird uns bestimmt eine neue Karriere einbringen. Dieser Junge sitzt einfach den ganzen Tag am PC. Hat 180.000 Dollar auf seinem Konto. Und kauft sich nicht mal Möbel. Bett? Wer braucht denn ein Bett? Ein Raum, ein Tisch und PC. Das ist halt Ware. Das können wir mal kaufen. Das können wir mal kaufen. Und alles direkt. Kein Geld, aber Follower. Und wir haben gleich die 1 Million Follower erreicht. Und zwar jetzt. Yeah! Ja, so schnell hat noch nie jemand die 1 Million Follower erreicht. War auch ganz einfach. Mein Geheimnis ist einfach, authentisch zu bleiben. Nur das zu machen, was mir Spaß macht. Und allen immer zu sagen, sie sollen mein Content liken.
so wie jetzt, tut es. 1,5 Millionen Follower, das geht so einfach. Wir können warten, bis wir 2 haben und dann können wir uns Mumble holen, was auch immer das ist. Wir können unser Cash noch ein bisschen investieren. Ja, die Upgrades lohnen sich, glaube ich, nicht. So, 2 Millionen, locker easy. Wir können ja auch einfach hier so klicken, was einen bringt. Ernsthaft? Einen? Kann man das nicht aufrüsten? Hey, ich habe 500.000 Follower, aber wenn ich hier drauf drücke, kriege ich einen mehr. Wow, Bruder! Einer! Krass! Originalkonversation von 2 YouTubern. Geld, 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 Geld. Ach, geht das alles einfach hier. Locker. Ich weiß immer noch nicht, was der macht, dass der so berühmt ist. Meine Tipps. Let's Play. Brüste. Facebook-Seite mit lustigen Bildern. Instagram-Seite, auf der er seinen Arsch präsentiert. Instagram-Seite mit geklauten Facebook-Bildern. Oder er hat mit PewDiePie geschlafen. Diesem Gesicht würde ich alles zutrauen. Wir haben 2 Millionen Follower. Doppelter Gold-Play-Button. Und dieser Junge verlässt immer noch nicht sein Zimmer. Oh ja, Multiklick, ich merke es. 3. Geil. Ah, das lohnt sich doch. Bei 2,7 Millionen Followern machen 3 ziemlich viel aus. Danke. Ja, wir haben jetzt mal wieder alle Follower verkauft. Dafür haben wir ganz viel Geld. Das ist das, was jeder YouTube-Star eigentlich möchte. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. War auf jeden Fall ein anstrengender Tag heute. Wir haben so gut 15 Millionen Follower gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich auch 15 Millionen Follower mache, teilt das Video mit euren Kollegen und lasst eine positive Bewertung da. Und schreibt mal eure Tipps für mehr Follower und Geld in die Kommentare, damit ich mir was davon abgucken kann. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis morgen bei einem neuen Video. Tschüss!